Du nimmst dich auf den Arm, oder? Sie können ihn verdrehen, wie Sie wollen. Ich bekomme das in 2 Minuten hin, ohne hinzuschauen. Und das ist deine Stärke? Ja, das ist gar nicht so einfach. Okay, vielleicht fangen wir dann doch mal mit den Schwächen des Gegners an, okay? Versuchen Sie es doch mal. Oder trauen Sie sich nicht? Also, Jessicas Schwächen. Sie ist eine billige Blondine. Und sie zeckt sich überall rein. Und man kriegt sie gar nicht mehr weg. Ja. Davon gibt's mehrere. Sie stehen also nicht so auf blond? Beim Thema bleiben, okay? Was noch? Wenn sie was will, dann würde sie sogar ihre Oma verkaufen. Ja, und sie ist eitel und selbstverliebt. Und ihre Stimme ist wie eine Laubsäge. Oh, gar nicht so einfach, oder? Kinderkram. Also, jetzt hör mal zu. Offensichtlich will Jessica Erfolg. Um jeden Preis. Aber das allein ist keine Schwäche, das ist eher eine Stärke. Du musst irgendetwas finden, was sie nicht kann. Du musst hinter ihre Fassade blicken. Okay? Warum tun Sie eigentlich immer so, als wären Sie ein Ekelpaket? Hm? Oh, mach ich das? Ja. Ich würde mal gerne wissen, was Ihre Schwäche ist. Ich habe eigentlich nur eine einzige Schwäche. Guter Whisky. Na schön. Mehr gibt's nicht. Noch eine Schwäche. Ja, kann man so sagen. Also nicht nur der Whisky. Oh mein Gott, ich fühle mich durchschaut. Ich lese in Ihnen wie in einem offenen Buch. Darf ich auch mal? Ja, besser nicht, oder? Ich bin noch kein Kind mehr. Naja, und man muss ja die Schwächen seines Gegners kennen. Moment. Jetzt wird's ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich der Gegner bin. Sie sind mein Versuchskaninchen. Na, das ist ja reizend. Badezimmer. Oh Mann. Oh. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie weit du gehst. Alles in Ordnung bei dir? Ja, alles okay. Kim, wenn dir nicht gut ist, in der Kulturtasche neben dem Waschbecken, das sind meine Tabletten gegen Reiseübelkeit. Alles in Ordnung? Ja. Ich habe die Tabletten noch mal mitgenommen. Moment, kann ich die mal... Das sind doch... Oh Gott, das sind Schlaftabletten. Ist
Wann ist frei? Ich komme gleich. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Was soll denn sein? Ach, Vicky. Sie ist fast 18. Sie könnte trotzdem endlich nach Hause kommen. Vielleicht hat sie sich bei Rebecca verquatscht. Du kennst sie doch. Ja, hast ja recht. Na gut, dann ruf sie an. Damit sie denkt, ich will sie kontrollieren? Auf gar keinen Fall. Also ich gehe jetzt ins Bett. Ich komme gleich nach. Sicher. Du könntest ja auch auf der Auffahrt von Schloss Königsbrunn ein Zelt aufstellen. Soll sehr schön da sein. Wolltest du nicht ins Bett gehen? Verbiete dir das! Weil ich keine 18 bin. Nein, nein, es ist, weil Ansgar ist sein Vater. Und? Hast du ein Problem damit? Nö. Du? Erinnerungen sind was Wunderbares. Doch manchmal fehlen ein paar wichtige Details. Vielleicht wäre es auch besser, wenn ich mich nicht an alles erinnere. Und? Hast du auch so gut geschlafen wie ich? Ja. Danke. Na, ist doch fein. Ich... Ja. Alles in Ordnung? Ja. Was soll denn sein? Auch ein Kaffee? Ich glaube, ich brauche jetzt dringend eine Tasse Kaffee. Dieser Sessel da ist als Bett definitiv nicht geeignet. Dann haben Sie... drauf geschlafen, klar. Was sonst? Das ist nicht sehr schmeichelhaft. Das war jetzt nicht so gemeint. Oder doch? Ja. Milch? Zucker? Schwarz. Frisch gebrüht. Und 2,5 Stück. Manche Erinnerungen sind für mich wie eine Schatzkiste. Es passiert etwas und diesen Moment holt man immer wieder hervor. Weil er so schön ist.